Mit dem großen Vorteil, dass die Bürger eben in diesen kleineren Einheiten einen besseren Zusammenhalt haben, sich mehr identifizieren, weniger Bürokratie und so weiter und so weiter. Ja, mehr Kultur. Die Deutschen sind vollkommen historisch entwurzelt. Sie haben überhaupt kein Geschichtsbild. Man hat sich total verwirrt. Es gibt nicht nur Bismarck, Friedrich den Großen und dann der Schreckliche, sondern es gibt da, und das ist sehr viel mehr wert und überspannt sehr viel mehr Zeiten, die Zeit der deutschen Vielfalt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin. Wir sind hier auf Usedom bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz. Neben mir ist Herr Professor Dr. Habermann, unter anderem Initiator der Heike-Stiftung, der Heike-Gesellschaft, sowie auch Professor an der Universität Potsdam. Sie haben ein besonderes Thema. Es geht dort um Abspaltung. Mögen Sie das uns einmal erklären, was das bedeutet? Warum ist es was Gutes? Also zunächst einmal geht es um die deutsche Geschichte und die Tatsache, dass Deutschland über die weitesten Zeiten seiner Geschichte kein staatliches Zentralmonopol hatte, sondern dass Deutschland eine Vielzahl von Städten, ja sogar Bauerngenossenschaften, von kleinen und großen Fürstentümern hatte, von Bistümern und Erzbistümern und Klöstern und Abteien, insgesamt am Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr 1900 Obrigkeiten. Ja? Ich habe noch gar nicht von den kleinen Ritterstaaten gesprochen, das waren etwa 300. Also ein vollkommen politisch aufgesplitterter Raum. Mit der Folge, dass ein Wettbewerb stattfand, dass man leicht abwandern konnte, also Verfolgte konnten leicht die Grenze passieren, um dann sich zu retten. Mit der Folge, dass Deutschland das Land mit der dichtesten, der größten Kulturdichte ist. Ja, so viele Residenzen mit ihren schönen Schlössern, Kirchen und Rathäuser und Spitäler von großen freien Städten. Also Deutschland ist wirklich das Land des Pluralismus, der Dezentralisation. Und die Voraussetzung war natürlich, dass man sich losgelöst hat von zentralen Herrschaftsmodellen. Ne? Also die Kaiser des Mittelalters wurden nach und nach entmachtet durch die Freiheitsbestrebungen der Grafen, der Städte, der Bauern und so weiter. Aber es ist doch voll kompliziert, wenn man jetzt überall verschiedene Zölle hat, verschiedene Maßeinheiten, verschiedene Gelder vielleicht, noch verschiedene Arbeitsregelungen. Ist nicht für alle besser, wenn man einfach sagt, man hat ein Oberhaupt, was ist für alle, ist auch viel effizienter, wenn einer es einfach für alle Ja bestimmt. klar, natürlich. Und am besten auch eine einheitliche Leberwurst von Flensburg bis in den Allgäu. Am besten auch einheitliche Sitten und Gebräuche. Und am besten auch natürlich dann einheitliches Denken. Aber nicht dieser Pluralismus in den Weltanschauungen und Religionen. Deutschland ist ja auch ein Land des religiösen Wettbewerbs, des religiösen Pluralismus seit der Reformation, seit der großen Abspaltung Luthers von der römischen Kirchenbürokratie haben wir da ja auch Wettbewerb, agonalen Pluralismus, wie Jesaja Berlin sagt. Also Ihre Einheitslösung finde ich gerade so furchtbar, kulturzerstörend. Und selbst bei Währungen, wo wir jetzt den Euro auf kontinentaler Ebene haben, frage ich mich, ob Währungswettbewerb nicht besser als ein Währungsmonopol ist. Sie sehen ja, was gegenwärtig mit unserer Währung geschieht, das ist ja katastrophal, wie nicht zum ersten Mal in der Geschichte das Geldmonopol missbraucht wird durch Regierungen, die das dann gebrauchen, um die Leute zu enteignen oder Kriege zu führen oder derlei. Ja. Wobei der Begriff Abspaltung ja doch schon etwas immer negativ besetzt ist. Man denkt dann, man war davor vereint und harmonisch zueinander und dann spaltet man sich und Das ist eben der das, kämpft gegeneinander. richtig. Da möchte ich Ihnen zustimmen. Also bei Spaltung hat man natürlich, ich auch, erstmal eine negative Assoziation, ist ganz klar. Aber dennoch muss man sich klar machen, dass das Wettbewerb besser ist als Monopol und Einheit. Das schließt ja nicht gemeinsame Spielregeln aus. Man hätte sich ja auch eine Verfassungsentwicklung Deutschlands vorstellen können, wo es nicht ganz so dezentral zuging wie am Ende des 18. Jahrhunderts. Man hätte ja auch ein
föderatives Modell haben können, auch mit zum Beispiel Freihandel, ohne Zölle. Das sehe ich genau wie Sie, also diese 70 Rheinzölle und die 50 Elbzölle und die Zölle an Brücken und weiß der Teufel, die vielen Binnenzölle, selbst in Preußen noch im 18. Jahrhundert, das war lästig, ja, und hat den Handel erschwert, Transaktionskosten. Aber man kann Freihandel haben, freien Markt und trotzdem unabhängige, föderativ verbundene Körperschaften, politische Körperschaften, mit dem großen Vorteil, dass die Bürger eben in diesen kleineren Einheiten einen besseren Zusammenhalt haben, sich mehr identifizieren, weniger Bürokratie und so weiter und so weiter, ja, mehr Kultur. Und ein Kleinstaat, der jetzt trotzdem Zölle haben möchte, würde ja nicht gehindert werden von den anderen daran, das auch bei sich so zu machen. Eben, ja, genau. Und Kriege sind jedenfalls nicht so gewaltig, ne? Es gibt natürlich in der deutschen Geschichte viele Fehden, neben Erbstreitigkeiten und so weiter, also auch Kleinkriege. Aber verglichen mit dem, was dann die spätere große nationale Einheit an Kriegen geführt hat, ist das ja sehr gering, ja. Sie denken an den Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, der dann zentrale Staaten im großen Stile gegeneinander aufgehetzt hat. Sehen Sie, der Vorteil der Aufspaltung der Macht ist ja, dass man nicht mehr die Potenz hat, Kriege zu führen, beliebiger Dauer. Also Kleinstaaten wie, sagen wir, Schaumburg-Lippe oder auch Reichsstädte wie Schwäbisch Hall oder auch größere wie Köln, die waren ja kaum in der Lage, richtig Krieg zu führen, ja. Also Köln war sozusagen. Oder Lüneburg übrigens auch, ja. Lüneburg war eine eigene selbstverwaltete. Ja, Reichsstadt, ja. Es war auch eine freie Reichsstadt und den wunderbaren Vorzug, eben das Salzmonopol zu haben, dadurch reich zu werden. Und auch heute sehen Sie im Stadtbild von Lüneburg, das Sie ja gut kennen, die Größe dieses Bürgertums. Allein diese drei Riesenkirchen dort, unglaublich, das wunderbare, der wunderbare Rathaussaal und die Bürgerhäuser, die Spitäler und alles. Also ich bin ein großer Anhänger der alten deutschen Städte und ihrer Freiheit, ja. Ist zum Beispiel so ein Kleinstaat wie Liechtenstein oder Luxemburg ein Überbleibsel von dessen? Ja, ist so. Also Liechtenstein, also es gibt ja überhaupt heute auch noch deutschsprachige Kleinstaaten. Ne? Also die Schweiz ist ja ein Beispiel dafür. Oder Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. Diese Gebilde waren ja in einem großen Reichsverband. Warum verarmen die nicht? Man sagt doch immer, man muss zusammenhalten, ein starker Euro muss gegen den chinesischen Wettkampf angehen. Und auf einmal kommt da so ein kleines Land wie Liechtenstein um die Ecke und die Leute. Prosperiert, meinen Sie, ne? Ja oder die Schweiz auch. Das kann ja gar nicht sein. Ja, eben. Das ist eben das unglaubliche Vorurteil, dass Größe auch immer gleich erfolgreich sein muss, ja? Könnten Sie das vielleicht untermauern oder warum das so sein muss, warum die Kleinen Vorteile haben? Ja, weil die im Wettbewerb stehen mit den anderen umliegenden Kleinen, im ständigen Wettbewerb sich behaupten müssen und darum eben, auch weil sie klein sind, alle Ressourcen mobilisieren müssen. Ne? Die Bürger sind wirklich aufgerufen, sich zu behaupten im Wettbewerb und die Fürsten zum Beispiel im 18. Jahrhundert, Thüringen und so weiter im Wettbewerb, haben den Ehrgeiz, eben Künstler anzuziehen, Kapital anzuziehen. Sie haben Universitäten gegründet, alles, um eben einen Vorrang zu haben und die Attraktivität des Landes zu fördern, sodass die Leute dann gern dahin kommen. Ja? Denken Sie an Weimar, wo ja da alles hingekommen ist, wie groß die Anziehungskraft war, nicht? Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu, heißt ein Sprichwort. Und wenn es einem dann irgendwas wegen nicht passt, dann kann könnte er gehen, man was ja nicht sehr weit ist. Also ich meine, um so einen Kleinstaat zu verlassen, braucht man nicht lange. Das ist keine Tagereise, das sind manchmal vielleicht nur 15 Minuten. Okay, weil die Staaten einfach so klein waren, dass man... Zum Teil war das so, ja. Also die Ritterstaaten zum Beispiel, die etwa 300, die immerhin bis 1802/3 bestanden, die waren wirklich winzig. Sie waren zum Teil auch armselig, muss man schon sagen, ja. Es gab sogar als Überbleibsel des Reichsgutes der Könige und Kaiser selbstständige Bauernhöfe, ne? Also die waren selbstständig, es waren politische Einheiten sozusagen, die wählten sich die Rechtsprechung bei irgendeinem umliegenden kleineren Staat, also als Vogt wurden die dann beauftragt, für den eigenen Hof das Recht zu sprechen. Ja? Also so weit ging die Dezentralisierung in Deutschland. Und es ist natürlich üblich, dass als nach der furchtbaren Katastrophe dieses Gebildes gegen Napoleon, es brach dann ja alles zusammen,
Warum brach es zusammen? Könnten Sie das ausführen? Ja, Leute, klar, nicht Napoleon, da kommen wir gleich auf die große Schwäche von. Ne? Wir haben ja bisher nur die Vorteile. Das heißt, Sie haben ja schon ein bisschen opponiert. Aber es gibt eben auch die Nachteile. Und das ist, wenn rundherum zentralisierte Großstaaten sind, dann haben Sie, da haben Sie eine Unterlegenheit, da sind Sie erpressbar. Ja? Also denken Sie an Ludwig XIV. Wie der dann alles westliche des Rheins verwüstet hat, um seine Macht zu erweitern. Oder denken Sie eben auch an Gustav Adolf im ersten, also im Westfälischen Krieg, der auch hier dann brandgeschatzt hat, das Land zur Rettung der Protestanten, wie es offiziell hieß. Und auch der russische Imperialismus, der ja auch 7 Jahre Krieg, die Russen waren ja in Berlin und so weiter. Also das ist die Schwäche eines solchen dezentralen Gebildes, dass man einem feindselig gesinnten, zentralisierten Großstaat nicht militärisch nicht genug entgegenzusetzen hat. Was ist die Lösung? Dass die Kleinen sich zu einem größeren Gebilde zusammentun. Denken Sie an die NATO. Also jeder europäische Nationalstaat wäre, ich spreche jetzt mal an der Zeit, aus der Zeit von vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, jeder einzelne Nationalstaat wäre nicht in der Lage gewesen, den Angriff aus dem Osten abzufangen. Ja? Man hat sich zusammengetan. Natürlich mit einer ganz großen Macht im Hintergrund, das muss ich sagen, die ja faktisch das auch beherrscht, das Bündnis. Aber das ist eben, und das war in der Antike auch schon so, wenn Sie an die Verbindung der griechischen Kleinstaaten, der griechischen kleinen Städte gegen das Großreich Persien denken, ne? Die haben sich da auch behauptet. Also sie haben Verteidigungsbündnisse im gemeinsamen Interesse geschlossen, aber ohne jetzt alles andere gemeinsam bestimmen zu müssen. Ja, genau. Genau, die waren weiterhin im Wettbewerb, haben auch gegeneinander Krieg geführt zu ihrem Unglück, ich meine die Griechen, und sich gegenseitig versklavt, ja, das ist auch ja unglaublich. Aber insgesamt konnten sie sich so behaupten und so eben, der Attische Seebund ist auch ein Beispiel, nicht, wie man sich dann weiter geschützt hat, oder auch eben die Rheinische Städtebund, die Hanse, eine Vereinigung von Händlern und Handelsstädten, die mussten auch Kriege führen, ja. Gegen den dänischen König, gegen Schweden und so weiter und haben sich, ja nicht für immer, aber doch immerhin für ein paar Jahrhunderte behauptet. Ja? Die Hanse existierte offiziell bis, ich glaube, 1670, also da fand der letzte Hansetag statt. Richtig aufgelöst wurde sie nicht. Bis 1670? 70, ja, so vom 13. Jahrhundert bis, oder 12. bis 1600, so mehrere hundert Jahre hat dieses Bündnis von wehrhaften Handelsstädten sich behauptet gegen alle Angriffe rundherum, auch England, Russland. Am Schluss waren die ja dann siegreich. In der heutigen Zeit sehen wir doch viele Bestrebungen, Sachen zu zentralisieren. Ja, unbedingt. Das ist leider der vorherrschende Zug der Zeit. Das ist ganz grauenhaft. Schon weil wir den Wohlfahrtsstaat haben und man sich im Moment gar nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern und Berlin und Brandenburg und so weiter je eine eigene Sozialpolitik haben. Es drängt alles an zentralisierenden, umverteilenden Wohlfahrtsstaat. Und das ist natürlich mit auch zentralisierter Finanzverfassung das Ende eines echten Föderalismus, wo die Bundesländer auch was zu sagen haben. Das geht ja sehr zurück. Und dann nochmal auf europäischer Ebene. Und Sie sind hier auf der Konferenz, um denen etwas entgegenzuhalten, um einen Lösungsvorschlag zu bieten? Oder? Ja, genau. Also das Erste ist, erste Anliegen dieses Vortrags hier, auf den Sie anspielen, war zu zeigen, dass es, die Deutschen sind vollkommen historisch entwurzelt. Sie haben überhaupt kein Geschichtsbild. Man hat sie total verwirrt und sie glauben tatsächlich, dass es außer den Irrungen der deutschen Geschichte, also dem preußisch-deutschen Strom seit 1870 oder schon vorher, also seit Bismarck, dann, der ja in eine Katastrophe geendet ist dann, ja. Das war das Jahr. Also, dass das alles ein Irrweg war und nun haben sie gar kein Geschichtsbild mehr. Und ich habe versucht, das werde ich, daraus wird auch ein Buch noch, das in diesem Jahr hoffentlich erscheinen wird, versucht, ein positives Geschichtsbild der deutschen Geschichte und gesagt, also dieser Wettbewerb, die Dezentralisierung der Macht, die Vielfalt der Kultur, Kinder, das ist doch kein Nachteil. Das ist eben das Spezifische, was die Deutschen eingebracht haben in die Geschichte der letzten Jahrhunderte. Es gibt nicht nur Bismarck, Friedrich den Großen und dann der Schreckliche, sondern es gibt da, und das ist sehr viel mehr wert und überspannt sehr viel mehr Zeiten, die Zeit der deutschen Vielfalt.
Ist es etwas, was Sie von Goethe übernommen haben? Der hat doch auch davon geschwärmt. Goethe hat auch hat das, was ich ja auch gesagt habe, den Vorteil der Kleinstaatlichkeit, dass die Kultur sich leichter im Wettbewerb auch verbreitet. Ja? Und dass man hier nicht nur Paris und dann die Wüste der französischen Provinz hat, sondern wir haben so viele Kulturzentren. Ja? Also selbst Cottbus hat ein eigenes Theater noch aus der fürstlichen Zeit. Gera, ja? Solche Städte. Ich will hier keine Stadt beleidigen, aber ist eben doch eine relativ kleine Stadt. Und wir haben, ja, München ist ein Zentrum, Hamburg ist ein Zentrum. Vergleichen Sie das mal mit der französischen Wüste, ja. Also das ist schon was. Und es gibt nur ein Land, das würde ich Deutschland nicht nur gleichstellen, sondern ich würde es für noch kulturell dichter halten, auch aus der Tradition seiner Vielfalt in der Vergangenheit, aber auch aus natürlich, dass dahinter mehrere große Kulturen stecken, Italien, ja. Italien, das ja nun mehrere Kulturschichten auch hat, die Antike erstmal und dann eben noch das ganze Mittelalter, die gotische Zeit im Norden wenigstens, die Renaissance und heute dann diese prachtvollen Anblick bietet mit Städten wie Venedig, ja. Also sowas ist doch ein Traum, oder? So eine schöne Stadt. Glauben Sie, dass die so aus den Sümpfen entstanden wäre, wenn es da nicht ein sehr starkes Motiv der Bürger gegeben hätte, selbstständig zu sein und sich nicht mehr von den eindringenden Germanen in dem Fall oder sonst einer Großmacht einschüchtern zu lassen. Haben die aus dem Sumpf eine eigene, wunderschöne Stadt, natürlich nicht von heute auf morgen, über Jahrhunderte aufgebaut. Und nicht auf Erlass eines Befehls aus Brüssel. Ja, eben, ja, das ging auch bis so. Bis Ende des Jahres. Ja. Ja, ja, also immerhin hat diese stolze Stadt über 1000 Jahre seine Unabhängigkeit behalten und dann kam eben auch in dem Fall die Katastrophe in Gestalt des Eroberers Napoleon. Wegen des fehlenden Verteidigungsbündnisses, wäre das vielleicht ein Schlüssel gewesen oder gab es da... Ach, Venedig war am Schluss dann doch zwar kulturell immer noch eine Freude, ein halbes Jahr war der Karneval, ja. Das war ja nur noch eine Stadt der Sinnesfreude und der Schönheit. Und die Landstreitkräfte, es hatte ja auch ein Landterritorium, Terra Firma, die Landstreitkräfte, ja, die konnten sie vergessen. Das ist beinahe wie unsere heutige Bundeswehr, ja. Und dann außerdem auch noch die Seestreitkräfte vernachlässigt. Es gab kaum noch eine, wie unsere Bundesmarine, keine wehrfähige Galeere mehr. Und ja, die Leute... Der Senat war vollkommen verängstigt, der Große Rat, man lief da in Angst auseinander. Die Parole war am Schluss, rette sich, wer kann, sodass es sehr leicht fiel. Wann war das ungefähr? Das war im Jahre 1797. Ja, das war dann Ende der venezianischen Unabhängigkeit. Und jetzt in Bezug auf die heutige Situation, auch für unsere Zuschauer, ja, ja. Was wäre so eine wichtige, vielleicht zusätzliche Botschaft, Information oder vielleicht eine Handlungsaufforderung, ja, genau. Die Sie uns jetzt noch so als genau. Ja, Sie sagen eben, wo bleibt das Positive? Sehr schöner Rückblick, aber was führt uns jetzt nach vorn? Sehr richtig, da würde ich sagen, also, das Allerwichtigste ist, dass die Zentralisierung gestoppt und nach Möglichkeit wieder mehr Macht nach unten verlagert wird, das heißt, Brüssel, also das heißt Währungswettbewerb, das heißt in Deutschland selber Föderalismusreformen. Der erste gab es ja vor einigen Jahren. In diese Richtung muss es gehen, Steuerhoheit der Länder, dass die wieder mehr zu sagen haben. Also dass und Kommunalismus. Niedersachsen und meinetwegen Bremen eine eigene Steuerpolitik machen können. Zum Beispiel. Und vielleicht auch Sozialpolitik, ja, Gewerbepolitik. Dass das wieder und dann auch die Kommunen mehr zu sagen haben, dass sie auch eigene Steuern haben. Das ist ja alles im Steuerverbund. Seit der Weimarer Republik schon, ja. Für mich ist das nicht förderlich unserer Kultur, auch nicht unserer Wirtschaft. Die Wirtschaft wird vielleicht sagen, es ist etwas einfacher, wenn man überall einheitliche Rahmendaten im deutschen Sprachraum hat. Mag ja sein, aber es gibt eben dann andere Vorteile. Wo kann man sich informieren als Interessierte darüber? Was ist so neben Eigentümlich frei und Große Freiheit TV vielleicht ein Kanal, wo Sie sagen, das, da kann man ruhig mal als kann man ruhig mal reinschauen und was reinlesen, ein bisschen Zeit investieren. Ja, das gibt ja erfreulicherweise inzwischen einige Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. Also den richtigen Geist im Sinne meines Vortrags hat zum Beispiel auch Tichys Einblick oder Weltwoche oder auch die Haie Gesellschaft natürlich. Ja, wir machen sehr viele Bildungsveranstaltungen vor allen Dingen, in denen diese Ideale Wettbewerb, Freiheit, Eigentum,
Wettbewerb auch in so Sachen wie Währung gelehrt werden, nicht? Und von jungen Leuten dann aufgegriffen und hoffentlich, wenn die dann mal in die herrschenden Stellen einziehen, dann auch umgesetzt. Ja, das ist ja nur eine Sache der Begeisterung, der klaren Idee. Und jedenfalls die gegenwärtige Überzentralisierung wird sich nicht halten lassen. Das ist eine Katastrophe. Also am besten Beispiel die Europa jetzt, ja, mit dem Euro und der wahnwitzigen Bankenpolitik. Ich denke, es war sehr bereichernd für uns als Zuschauer, für mich und für alle anderen Zuschauer von Große Freiheit TV. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einfach weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Und bedanke mich für das Interview. Ja, ich danke auch. Dankeschön.